Dieses Tier könnte möglicherweise zum gefährlichsten Tier Deutschlands werden. Die Tigermücke hat sich schon vor einigen Jahren in Deutschland etabliert und wird sich vermutlich weiterhin stark ausbreiten. Ich zeige dir jetzt einen einfachen, aber genialen Trick, wie du selber diese invasive Spezies aufhalten kannst. Und ich verrate dir noch ein paar Dinge, die dir andere bisher wahrscheinlich noch nicht gesagt haben. Die Tigermücke war ursprünglich in Südostasien verbreitet. Durch Reisetätigkeiten und Warentransport wurde sie allerdings mehr oder weniger weltweit verbreitet. In Deutschland wurde die Mücke am Anfang nur im Süden entdeckt, mittlerweile wurden aber auch Exemplare in Berlin nachgewiesen. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass es diese Mücken zumindest südlich von Berlin in Deutschland gibt und dass sie sich weiter ausbreiten. Die Tigermücke ist extrem anpassungsfähig. Sie ist konkurrenzstark und kann einheimische Mückenarten verdrängen. Sie wird sich höchstwahrscheinlich im Zuge des Klimawandels noch weiter ausbreiten. Eine Tigermücke ist hartnäckig und lässt sich nicht so leicht vertreiben wie verschiedene andere Mücken. Außerdem reagiert sie viel schneller, wenn man versucht, auf sie draufzuhauen. Sie ist ähnlich schnell wie eine Fliege und dementsprechend schwer zu erwischen. Außerdem neigen Tigermücken dazu, mehrmals hintereinander verschiedene Wirte zu stechen. Auf diese Weise steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Mücke Krankheiten überträgt. Und genau hier haben wir ein großes Problem. Tigermücken können über 20 verschiedene Krankheitserreger übertragen. Zu den wichtigsten gehören das Zika-Virus, das Dengue-Virus, das Chikungunya-Virus und das West-Nil-Virus. Zu erwähnen ist hierbei, dass nicht alle dieser Krankheiten in Deutschland verbreitet sind und dass im Moment noch eine Ansteckung extrem unwahrscheinlich ist. Aber das Gesundheitssystem sollte sich besser darauf vorbereiten, damit man im Ernstfall schnell reagieren kann. Außerdem können Tigermücken auch einen ziemlich ekelhaften Parasiten übertragen. Dazu werde ich aber mal ein eigenes, ausführliches Video machen. Die Tigermücke ist hauptsächlich am Morgen und am späten Nachmittag aktiv. In der Mittagshitze ziehen sie sich zurück und in der Nacht sind sie nicht aktiv. Wenn du also weniger häufig gestochen werden willst, bewege dich während der Mitte des Tages. Am Morgen und am Abend sollten die Fenster geschlossen bleiben, sonst kommen die Tigermücken ins Haus herein. In der Nacht kannst du dagegen lüften, denn da schlafen die Tigermücken. Dann aber nicht im Schlafzimmer das Licht anschalten, weil ansonsten lockst du wieder Tigermücken und auch andere Stechmücken in dein Zimmer herein. Wenn du draußen unterwegs bist, kannst du verschiedene Geruchspräparate verwenden, um auf die Mücken möglichst unattraktiv zu wirken. Mücken bevorzugen offensichtlich dunkle Ziele, deshalb kannst du helle Kleidung tragen, wie zum Beispiel ein solches weißes Hemd, wie ich es hier trage. Auf diese Weise kannst du tatsächlich Stiche verhindern. Ich habe es selber probiert und es funktioniert. Es gibt noch viele Maßnahmen, die wir ergreifen können, um uns vor diesen Insekten zu schützen und um sie effektiv zu bekämpfen. Dafür müssen wir aber ihren Entwicklungszyklus verstehen. Und der ist ganz einfach, ich werde es dir erklären. Bei den Tigermücken sind die Weibchen die gefährlichen. Sie ernähren sich von deinem Blut, während die Männchen ganz gechillte Vegetarier sind, die sich mit Nektar und Pflanzensäften am Leben halten. Die Weibchen werden vom Kohlendioxid, welches wir ausatmen, angezogen. Außerdem finden sie auch die Substanzen sehr anziehend, die unsere Haut ausscheidet, wie zum Beispiel Fettsäuren, Ammoniak und Milchsäure. Das heißt also, wenn du nie duschen gehst, bist du attraktiver für Tigermückenweibchen, weil du dann mehr Fettsäuren, Ammoniak und Milchsäure auf deiner Haut hast. Guten Appetit! Außerdem sind sie in der Lage, ihre Opfer auch visuell zu erkennen. Ein Weibchen legt in seinem Leben mehr als 300 Eier. Die Eier werden in der Nähe von Gewässern abgelegt. Bei Hitze und Trockenheit können sie mehrere Monate lang überdauern. Und wenn es dann wieder regnet und der Wasserspiegel steigt, schlüpfen die Larven. Schaut sie euch an, die kleinen Schlingel. Ab ins Studio mit euch. Die Larven ernähren sich von Mikroorganismen, von Algen und von abgestorbenem Material. Nachdem sie ihre Entwicklung abgeschlossen haben, verwandeln sie sich in eine solche Puppe. Nach etwa 2 bis 5 weiteren Tagen schlüpft aus der Puppe diese fertige Mücke. Ja, und diese Aufnahmen von schlüpfenden Tigermücken habe ich übrigens mit sehr viel Liebe gemacht.
Scheiße, jetzt habe ich das schon verpasst. So, das gibt's ja gar nicht. So nett. Jetzt bin ich sauer. Die Viecher musst du hier ins Glas rein und dann Wasser rein und dann musst du warten, bis sie ihre Entwicklung fertig haben und dann musst du genau zum richtigen Zeitpunkt hier sein und die Kamera draufhalten. Und dann sitzt du da, dann vergeht eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, nichts passiert und du drehst dich einmal um, gehst aufs Klo, kommst wieder zurück und zack, ist einem in eine Mücke geschlüpft und fliegt irgendwo rum. Jetzt kennen wir jedenfalls den Entwicklungszyklus von diesen Tieren. Jetzt können wir uns anschauen, wie wir sie bekämpfen können. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die Tigermücke zu bekämpfen. In diesem Abschnitt möchte ich mich auf die Maßnahmen konzentrieren, die jeder von euch Zuschauern da draußen ergreifen kann. Weil es gibt auch andere Maßnahmen. Ja, wir können auch sterilisierte männliche Tigermücken freilassen, die sich dann mit Weibchen paaren und das Weibchen denkt, ah, jetzt habe ich wieder Nachwuchs, aber da ist nichts mit Nachwuchs, weil das Männchen einfach nichts mehr kann. Ja? Aber das kann halt die Bevölkerung nicht. Dafür brauchen wir Wissenschaftler mit Laboren und wissenschaftlichen Utensilien und so coolen Zeug, ne, damit wir coolen Wissenschaftskram machen können. Der Otto-Normalverbraucher hat aber kein Labor, trotzdem gibt es etwas, das jeder von euch da draußen unternehmen kann. Und das werde ich dir jetzt erklären, denn es ist sehr, sehr effektiv. Ja? Dafür ist es allerdings bitte notwendig, dass du gut zuhörst und die Dinge genauso machst, wie ich sie dir jetzt erkläre. Sonst hast du den genauen gegenteiligen Effekt. Wir haben uns vorhin ja den Entwicklungszyklus der Mücken angeschaut. Eine sehr effektive Methode, einen Parasiten zu besiegen, ist, in seinen Entwicklungszyklus einzugreifen. Erwachsene Mücken kannst du nur sehr schwer aufhalten. Sie sind schnell, sie können fliegen und so weiter. Aber ihre Larven im Wasser sind verwundbar. Die Dauer des Entwicklungszykluses bei Mücken ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie zum Beispiel vom Nahrungsangebot für die Larven, aber auch von der Temperatur. Bei optimalen Bedingungen dauert die Entwicklung vom Ei bis zur erwachsenen Mücke ungefähr 10 bis 15 Tage. Im Normalfall dauert es ein bisschen länger, weil die Bedingungen selten optimal sind. Normalerweise wird empfohlen, keine Töpfe, Gießkannen oder andere Gefäße herumliegen zu lassen, weil sich dort Wasser ansammeln kann und dann können die Mücken diese kleinen Ansammlungen vom Wasser schon als Brutstätte verwenden. Die brauchen nicht viel, es reicht eine Tasse mit Wasser und schon legen sie ihre Eier rein. Ja, und wenn du das Zeug rumliegen lässt, würdest du theoretisch Tigermücken züchten. Ist klar, aber jetzt kommt der Trick. Das Problem ist nämlich, dass eine Mücke sowieso eine Wasserstelle findet, wo sie ihre Eier ablegen kann, denn sie braucht, wie gesagt, nicht viel. Es reicht eine kleine Pfütze. Was wäre also, wenn wir diesen Tieren gezielt die Möglichkeit bieten, ihre Eier abzulegen? Zum Beispiel, indem wir Gefäße mit Wasser aufstellen. Dann wüssten wir, wo sich ihre Brut befindet. Das geht zum Beispiel, indem man Gefäße mit Wasser befüllt und sie draußen stehen lässt. Einmal in der Woche kann man die Gefäße kontrollieren und schauen, ob sich darin Tigermückenlarven befinden. Und wenn sich welche darin befinden, kannst du sie einfach ausschütten. Aber schütte sie bitte nicht ins Klo oder in irgendein anderes Gewässer, weil dann überleben sie. Stattdessen musst du sie auf eine trockene Fläche ausschütten, wo das Wasser schnell verdunstet. Dann vertrocknen die Mückenlarven und sterben. Und schon hast du eine ganze Generation von Tigermücken beseitigt. Aber das Ganze geht noch ein kleines bisschen raffinierter. Versuche mal, ein Holzstäbchen in den Eimer zu stellen, sodass es in das Wasser ragt. Die Mücken legen dann dort ihre Eier drauf. Die Eier sehen so aus und sind mit freiem Auge leicht erkennbar. Du solltest ein helles Holz verwenden und wenn du willst, kannst du auch eine Lupe zur Hilfe nehmen, um die Eier leichter zu erkennen. Und auch dieses Holz kannst du ein- bis mehrmal die Woche kontrollieren. Die Eier, die sich auf dem Holz befinden, kannst du vernichten, indem du das Holzstäbchen einfach für ungefähr 2 Minuten in kochendes Wasser legst. Und wenn dir das zu kompliziert ist, dann stell einfach ein Gefäß hin und leere es einmal die Woche wieder aus. Wichtig ist nur, dass du nicht vergisst, diese Gefäße zu kontrollieren, weil ansonsten hast du ganz schnell eine Tigermückenzucht und keine Bekämpfung mehr. Ein anderes gefürchtetes Insekt, welches in Deutschland immer wieder mal in den Medien erscheint, ist dieser giftige Ölkäfer. Er ist eines der giftigsten Insekten der Welt. Und wenn du wissen willst, was passiert, wenn du mit seinem Gift in Kontakt kommst, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis dann!